Genau, der Postbote war gerade da. Ich bin sau aufgeregt. Das Muster für mein Buch ist da und ich weiß nicht, was mich erwartet. Es war so dermaßen viel Arbeit. Es war unglaublich. Es war eine Erfahrung, die ich so in der Form wirklich noch nie gemacht habe. Und das ist jetzt, ich mach's nicht viel schnacken, ne? Ich mache jetzt auf hier. Ah, hier, ne, Umschlag, gut verpackt. Okay, es scheint wirklich gut zu sein. Man kennt ja solche Videos, ne? Und denkt immer, was stellt denn der jetzt da sich dahin, macht hier einen auch super aufgeregt. Ich kann es gerade. Oh mein Gott. Oh yeah. Es ist grandios. Digger Schinken. Ist hier mit Gold. Es sieht so gut aus. Ab dem 16. Juni überall, wo es Bücher gibt. Ja, gut, ich habe mir das Intro ja auch nochmal angeguckt. Es ist immer ein schmaler Grat zwischen ehrlicher Vorfreude, Nervosität und, naja, cringe. Ne? Deshalb, wir machen das kurz. Kinders, ich habe ein Buch geschrieben. Steht da. 360 Seiten erscheint über den Index Verlag. Vorverkauf geht heute los. 360 Seiten über Metal. Ja, Ernie Fledenkigers Metal Manifest. Ich erwähne deshalb meinen Namen da eben nochmal extra, weil es unglaublich subjektiv ist. Sachlich, unsachlich. Ich rede darüber, was ich aus über 30 Jahren Metal mitgenommen habe. Meine Erfahrung, die liebenswerten Seiten des Metals, aber auch das, was nervt. Es geht um Klassiker, kleine Kurzgeschichten sind mit dabei. Und ja, ich habe mir einfach mal alle drunter geschrieben. Und weil mir eben noch besonders wichtig ist, ich rede so viel von Plattencover, war mir natürlich auch die Gestaltung. Das Coverbild ist vom begnadeten Kein Morgen mehr. Super Künstler. Ich wollte ein schönes Wimmelbild haben. Hier unten kann man so bei den ganzen Plattencovern nochmal gucken, schauen, was die Figuren hier alle, was hat der da für eine Kette um, was ist das für eine Tätowierung. Das mache ich total gerne. Und Layout ist von Alex. Von Irwisch, mit dem habe ich ja auch schon so oft zusammengearbeitet, was T-Shirts und Plattencover betrifft. Ja, was bleibt mir da noch viel zu sagen? Ihr könnt es jetzt vorbestellen. Bei Krachmucker TV, also bei mir direkt. Ich mache das wirklich alles noch alleine. Ich stehe da hinten in unserem kleinen Räumchen und da packe ich das alles unter dem Donnern von Schwertmetall. Aber ihr könnt natürlich auch beim Verlag selber, beim Index Verlag bestellen und letzten Endes. Überall, wo es Bücher gibt. Also, das kriegt ihr hin, das wisst ihr. Und ich entlasse euch jetzt einfach hier mit dem Klappentext hinten nochmal und dann gucken wir weiter. Das wird sicherlich die nächsten Wochen noch das ein oder andere Mal Erwähnung finden. Ne? Ich bin kein Journalist und dies ist kein Heavy-Metal-Sachbuch. Also, wie gesagt, ich kann nur so und frei von der Leber weg. Nicht? Und. Ernie Fledenkiger begibt sich auf einen Streifzug durch gut ein halbes Jahrhundert Heavy Metal. Ja, 1970 ist bei mir so das Schlagwort da auch. Ne? Mit allem Pathos, den liebgewonnenen Klischees und seinem Nutzen als Lebenshilfe oder Ventil für die eigenen Abgründe. Ja, ein bisschen düsterer alles, ne? Fernab sachlicher Langeweile und dem Unwillen, sich anzubiedern, ob an die True-Fraktion oder den Mainstreamer. Entstand Seite um Seite ein Manifest, zerrissen, widersprüchlich und leidenschaftlich wie der Autor selbst. Ich habe das nicht geschrieben. Ernie, Jahrgang Heaven and Hell, British Steel, Angel Witch und Frost and Fire. Kommt von New zu True und von Post zu Female Fronted.
Von Metallica zu Mayhem und von Sabaton zu Sarkophago. Höchst unterhaltsam, das entscheidet ihr. Und zutiefst subjektiv, das entscheide ich, schlägt er die 20 Thesen des Metal an. Wenn nicht Kirchen, so doch definitiv schädelspaltend. Auf 360 Seiten mit zahlreichen Bildern. Das ist wichtig, ne? Viele, viele Bilder, damit sich das schön liest und hier, ne? Und auch viel Platz, um sich Notizen zu machen. So das ein oder andere Mal sei die da auch gefordert. Mit zahlreichen Bildern erzählt der Plattenkritiken verfassende Plattenkritiken-Hasser, das sagt er jetzt bitte 20 Mal hintereinander, Sach- und Krachgeschichten über garantiert nicht kanonische Mixtapes, für ihn die Welt bedeutende Alben, die Schubladisierung des Genres und die Spezies Homo Heavicus Metallicus allgemein. Ernie Fliegenkiegers Metal Manifest ist ein Füllhorn an Nerdwissen, das wiederum entscheidet auch ihr, und persönlichen Weisheiten. Es wird biografisch, geht unter die Haut und bietet nicht nur mit seinem Exkurs in die Filmografie des Metal. Ganz großes Kino. Ihr habt bald selber die Möglichkeit zu entscheiden, ob das Mumpitz ist, was ich erzählt habe. Ich kann schnacken ohne Ende. Ich kann so viel schnacken, dass ich mir selbst schon auf den Sack gehe. Aber das mit dem sich selber anpreisen. Oh nee. Kinders, die Zeit ist so schade für Scheiße. Morgen gibt es ein schönes Island-Video. Eine Stunde.